Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Banished mit dem Colonial Shelter Mod. Unsere Jungs gerade, unsere Mädels und Jungs gerade die Felder ernten. Und wir halt darauf warten, dass wir hoffentlich bald Bevölkerungszuwachs kriegen. Würde ja gerne einfach weiter drauf losbauen, ne? Aber dieses mit Warten auf Bevölkerung, das frisst natürlich immer ganz schön Zeit. Vor allem, wir haben so viel Wohnraum. Gut, Ressourcen haben wir mittlerweile auch. Wir brauchen eigentlich Menschen. Menschen brauchen wir und, ja, ein Schwung Nomaden würde ich mal wieder, da würde ich nicht Nein zu sagen, tatsächlich. Was mich die ganze Zeit interessiert, ist auch, wie viel, hier liegen jetzt wieder Eier, 4 Stück, um genau zu sein. Mich würde halt immer interessieren, wie viel, oh, wir haben ein bisschen mehr als sonst, wie viel Nahrung rauskommt aus denen. Hier liegt wieder was. Aber viel ist das nicht. Man braucht echt viel mehr Felder, damit sich das irgendwie rentiert. Das ist schon irre. Aber wir kommen jetzt wieder auf über 5000 Nahrung. Das ist nicht wenig, aber ist auch für die Menge an Bevölkerung auch nicht so viel. Vor allem, weil es immer Radieschen sind. Ich glaube, die Leute, die futtern sich gerade wirklich satt an Radieschen. Ich hoffe auch, dass unsere Studenten dann bald fertig werden. Dass wir wieder ein paar Bilder aktivieren können. Denn es gibt ein paar Sachen zu tun. Unter anderem möchte ich hier noch ein bisschen Wohnhäuser hochziehen. Alleine deshalb, weil die Leute immer Wohnraum benötigen. Ja, habe ich mich jetzt gerade vertan wieder? Ja, er ist eins zu weit. Okay. Steine, Firewood und Logs. Alles low. Dass die Logs jetzt gerade so ja durch das Haus, ne? Durch die beiden Gebäude. Oh Mann, wir brauchen echt Träger unbedingt. Das ist gerade ein bisschen stressig, finde ich, sowas. Nervt ein bisschen. Diese Studentengeschichte. So, der erste Träger ist endlich da. Noch einer. Es kann so weitergehen. Bitte. Die muss ich halt gleich einsetzen, ne? Gleich einsetzen in wichtigen Berufen, bevor ich sie bauen lasse. Förster zum Beispiel kann noch einer rein. Ach, der hat gleich jemanden ersetzt. Ach, okay. Ja, ich bin schon fast gewillt zu sagen, hier, die Schulen erstmal dicht machen. Dass die gleich anfangen zu arbeiten. Okay.
Zwei Träger. Okay. Woodcutter. Für Firewood auf jeden Fall. Stonecutter. Schaumen sind gerade egal. Das ist auch nicht so wichtig hier. Hier, Förster. Holzgewinnung. Ein Träger haben wir noch. Ich warte mal wieder. Werden Kinder geboren hier und das ist ja auch okay. Aber halt, ja. Sterben halt auch gerade wieder einige Leute und arbeiten nicht mehr und das ist halt sehr schade. Wieder, Farmer wurde ersetzt. Ja, und jetzt kann einer nicht ersetzt werden. Ein Förster ist wieder gestorben. Das geht die ganze Zeit so. Ich aktiviere jetzt einmal, dass der Bilder ist, dass der hier die Sachen herstellt. Baut der jetzt hier dran? An der Eisenschmelze, ich hoffe. Na, jetzt haben wir ein paar Träger dazu gekriegt. Sehr gut, dann kann ich einen Förster wieder damit versehen. Wir brauchen mehr Feuerholz und mehr Holz allgemein. Ja, jetzt beginnt die gefährliche Lage, in der wir uns, also die Situation, die gefährliche Situation, liegt aber auch, ja, haben wir falsch geplant vielleicht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan von dieser Schulgeschichte bin. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Oder war. Ob die Idee so gut war. Keine Ahnung. Okay. Das Ding steht zumindest. Die Häuser entstehen auch. Ich glaube, wir sollten mal den Befehl geben, allgemein Holz zu holen. Dann holen wir uns die Bäume jetzt hier halt, dann ist es so. Brachte auf jeden Fall jetzt Holz. Ganz viele Kinder werden gerade geboren. Das Haus ist fertig. Das ist noch im Bau. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Wohnraum. Na, da. Viel Holz. Viel Feuerholz kann hergestellt werden. Und
das gleich fertig ist, haben wir hier auch nochmal Wohnraum. Das sollte schon fast ausreichen, dass wir wieder einiges an Geburten kriegen. Das, wir haben ja recht viele kleine Kinder. Wir haben ja 16 Studenten. Ist halt mega nervig, dass wir da... Wieder werden Kinder geboren. Dass sie halt alle erstmal zur Schule jetzt rennen, gerade, klar, ist sinnvoll, natürlich, aber ist auch wahnsinnig zeitfressend für die Entwicklung zur Arbeitskraft. Das nervt. Oh, sehr gut. Sehr gut. 13 Nomaden, natürlich erlauben wir euch das. Natürlich. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dann gleich einzieht irgendwo. Na, warten wir damit mal ab. Bauen wir noch ein paar andere. Bauen wir noch ein paar andere Wohnungen. 4. 3. Jetzt auch 4. Wird mehr Holz hergestellt. Und noch 6 Träger. Einer noch zum Farmer werden. Wir haben 19. Das ist auch eine ungerade Zahl. 6, 12, 18. Ach so, 19. Hier, ja. Okay. Oh, ich sehe gerade, wir haben keine Steine mehr. Das ändern wir jetzt. Die beiden sind obdachlos und die 3 sind obdachlos. Das sollte sich durch dieses Gebäude, wenn es fertig ist, schnell, schnell klären. Oh, die Nomadenfamilien kamen zur rechten Zeit, ey. Das... Jetzt hätten wir echt Probleme gekriegt. Aber die 5 da oben, die können eigentlich uns ein neues Feld bestellen. Hier Bauarbeiter, damit das schneller geht. Ihr seht ja, dann werden die gleich auf das Feld da oben, denke ich, herstellen. Und dann werden die Bauarbeiter und die neuen Träger alle auch zu Feldarbeitern. Weil Nahrungssorgen ist ein Riesenproblem, was ich ganz, ganz schlimm finde. Ist ja schon wieder von mir falsch gesetzt, oder? Oder?
Nee. Na, wir gucken mal, was passiert. Ob ich das richtig gesetzt habe oder nicht. Kommt, Leute. Mit vereinten Kräften. Ja, jetzt hätte ich gerne hier genug Ressourcen. Aber hier haben wir zurzeit ja nichts. Jetzt könnte ich neue Samen kaufen. Wie ärgerlich. Wie viel... Ich mach das jetzt hier mal, wie hier arbeitet... Einer. Aber hier. Ja, brauche ich nicht. Wie viel Building Supplies haben wir hier drin? Null. Clay haben wir ein bisschen. Ganz viel Lumber. Ich sehe gerade, ich habe hier Logs reingepackt, ne? Ist auch mehr als dämlich. Wie viel Building Supplies haben wir? Fangen wir somit mal an. 27. Dann werde ich hier jetzt sagen, nicht arbeiten, aber da. Arbeiten. So. Und hier... mal alle 25 Stück reinpacken. Und dann gucken wir nächstes Mal, ob ja, ob wir dann Samen bald kaufen können. So, das ist auch fertig. Mich hier einen Daumen mit dem Klicken. So. Ja, wenn ich das so mache, so gewähre ich ihnen ja noch einen kleinen Mini-Balkon. Machen wir mal. Sehen alle nicht gleich, ganz so gleich aus. Radieschen. 6 Stück. So, noch ein Feld ist da. Und 4 Träger. Okay. Er tut sich langsam jetzt ein bisschen mehr. Wir warten dann hier auf den nächsten Händler. Holz sieht auch gut aus. Nur Steine halt überhaupt nicht zurzeit. Deswegen werden wir hier einfach mal loslegen und werden mal richtig Steine farmen. Was wir mal machen können, wir können eine Brücke bauen. Nochmal. Das war Glück, dass es sogar so trifft. Okay, gut. Nächstes Mal schauen wir mal, ob die Felder ausreichen. Ob es mehr Nahrung jetzt bringen muss, ja, eigentlich. Und ob wir es in den Griff kriegen. Und dann muss ich mir auch bald überlegen. Es kann gut sein, dass ich Bandage dann bald pausiere. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja,
Das werde ich euch rechtzeitig mitteilen. Okay, meine Lieben, dann macht's gut. Das war euer Zigaro. Tschüss.